Hallo meine Lieben, willkommen zu dem YouTube-Comeback des Jahres, auf das ihr alle gewartet habt. Dank Corona konnte ich ja die letzten 2 Jahre keine Videos machen, aber heute ist es soweit. Es ist das erste Konzert seit Februar 20 jetzt. Und natürlich habe ich für dieses besondere Video auch einen besonderen Special Guest. Ihr kennt sicher alle noch Marleen. Hi. Und alles so Kacksöhne, Junge. Ich habe mich in die erste Reihe gestellt und jetzt bin ich hinten. Junge, nerv mich nicht. Habe leckere Kötz. Und wir beide gehen heute zur deutschen Antwort von Nicki Minaj. Wir gehen zu Sarah fucking Connor. Und alle, die nicht mehr ganz wissen, wer das eigentlich ist, ich spiele hier mal ein bisschen was ein. Keinen Bock, mein Badezimmer zu putzen, deswegen haben wir das Hotelzimmer genommen. Wir werden jetzt so langsam mal Richtung Arena fahren. Wir freuen uns auf 8 Stunden stehen, weil das habe ich auch sehr vermisst. Hi! Also in Zukunft soll Sarah Connor bitte im Mai Konzerte machen. Das ist nämlich ganz schön. Halt! Wie viele Leute stehen hier schon wieder? Null. Doch schon ein paar Leute hier. Wir haben auch spontan gerade mal einen Fanclub erstellt. Wie heißen wir denn eigentlich? Sarah's Bitches. Warte. Sarah's Bitches. Ja, ich würde sagen, das ist sehr cool. 3 Stunden noch. Hm. Nee, 4 Stunden, oder? 3,5? Noch lange auf jeden Fall. Die hat sehr gelbe Zähne, ne? Seht ihr das? Das sind meine Dreier. Wie viele Stunden noch? 3? Es wird nicht besser. Heute ist auch keine Maskenpflicht, das heißt, alle, die kein Corona hatten, werden es auf jeden Fall heute Abend bekommen. Ha! Wir haben noch einen Gast für Sarah Connor. Da meine Eier schon Eiswürfel sind, geben wir jetzt ein bisschen aufwärmend bei. Ich hab vergessen, wie kalt es ist. Bist du glücklich? Ja, mit meinem Pott Mayo. Das schmeckt, ne? Ich komm mit! Süß! Also meine Eier sind nicht mehr existent. Wir haben es jetzt ausgepischert. Eigentlich nach uns kann es jetzt losgehen, wa? Wir können aufmachen. Sind sie aufgeregt? Ja, ja, ja. Und du auch? Ah, geht so. Warum tragen sie eine Maske? Also den hässlichen schon, Menschen tragen. Es ist schon selten. Also den hässlichen schon, Menschen tragen. Es ist schon selten. Also das war irgendwie scheiße ein bisschen. Und ganz am Ende wir. Ja. Und wir sind trotzdem hier. Ja, und das freut mich. Siehst du, hier steht ein anderer, ich weiß ja nicht mehr, wer hier steht. Magst du seinen Platz? Jetzt heißt das noch, wie lange warten? Na, eine Stunde, bis der Act kommt, also der folgt. Und bis der Rapper da kommt? 2 Stunden. 2 Stunden. Spannend. Habt ihr Spaß? Ja. Offensichtlich. Auf welchen Song freust du dich eigentlich am meisten? Pokerface. Unser Arme. Deswegen alle, die ein Handy dabei haben, einmal die Taschenlampen raus. Damit. Wie fandest du die Vorband? Ach, der war so heiß. Kann man f***, ne? Ja. Ey, Jungs, ich will nichts sagen, ne? Aber die Bühne ist kaputt. Willst du uns was zeigen? Oh, hätte ja klappen können.
She never found the words to say, but I know that today she's gonna send her letter to you. Oh. Hast du gerade gesagt? Eine F*** friert. Es ist 9 Grad draußen. Nee, doch. 9? Minus. Minus 9. Minus 9 Grad. Ist kalt. Bevor wir euch die Konzertreview geben, müssen wir erstmal unseren Döner genießen. Kommt alles auf YouTube. Es ist spät geworden. Das war echt ganz geil tatsächlich. Ich finde, man unterschätzt Sarah Connor auch immer. Die schreibt eigentlich so, also sie schreibt so gute Texte, es war teilweise auch so emotional. Wir haben beide ständig geheult eigentlich. Also ja. Ich glaube auch, weil das halt das erste Mal jetzt seit 2 Jahren ist, dass ja. Ohne Maske. War auf jeden Fall komisch und auf jeden Fall ungewohnt, aber es war sehr, sehr schön. Die schreibt so schöne Texte über, und auch nicht nur über F***en und Lieben, sondern auch über politische Themen, über alles Mögliche. Ihre Tochter. Über ihre Kinder. Sie war halt super nahbar, ne? Das war, als ob sie irgendwie für ihre Freunde spielen würde. Das war ja absolut super bodenständig, war ja, die. Ja. Das Einzige, was nicht gut war, also man muss sagen, das erste Outfit war echt geil und die Schuhe. Aber das zweite. Oh mein Gott, wie siehst du denn aus? Du spinnst! So ein Ach, sprechender Mülleimer! Ganz furchtbar! Aber da kann man drüber hinweggucken. Ja. Ja? Würdest du wieder zu Sarah Connor gehen? Ja, doch schon. Ja, doch schon. Ne? Sehr, sehr eine nette. Ah, Corona.
An alle, die sich das angeschaut haben und den Nerv hatten, bis zu diesem Punkt dabei zu sitzen, vielen, vielen Dank. Liked und teilt doch gerne das Video und vergesst auch nicht, mir zu folgen. Das mache ich immer. Und wir sehen uns dann nächsten Monat bei Dua Lipa. Tschüss! Fisch hat eigentlich, können sie jetzt auch nicht ausdrücken nochmal. Du hast das Video ruiniert. Unser Hund ist ausgepischert. Wir haben es jetzt ausgepischert. Macht man das so? Marlene hat ja gesagt. Willkommen zu dem YouTube. Nicht mal lachen, das ist gar nicht so witzig.